Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Gucken wir mal erstmal in die Kommentare wieder rein. Maxi Max, findest du, dass alle Mythics in etwa gleich stark sind? Nicht die Charaktere, sondern die Werte? PS, welche Mythic ist deiner Meinung nach die stärkste? Berücksichtige aber bitte auch den Verteidigungswert. Nein, ich finde nicht, dass alle Mythics gleich stark sind. Da gibt es schon sehr, sehr starke Abstufungen. Am stärksten finde ich den Dr. Zoidberg. Also der hat eigentlich fast nur Monster-Kombos. Und dann gibt es ein paar stärkere und dann gibt es ein paar schwächere. Stewie finde ich jetzt zum Beispiel ist jetzt nicht mit einer der stärksten. Lila ist ganz gut. Professor Farnsworth ist ziemlich stark. Also sind auf jeden Fall ein paar Dinge dabei, die richtig geil sind. Aber nicht alle kannst du auf ein Level setzen. Das geht nicht. Also auf jeden Fall denke ich oder würde ich sogar behaupten, dass es legendäre Karten gibt, Charakterkarten, die von den Kombos her sogar noch die ein oder andere Mythic toppen. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein in den. Erstmal schauen wir hier nach. Da ist er, der Mythic Zoidberg in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle aktuell. Also meiner Meinung nach aktuell die stärkste Mythic. Dann haben wir hier den Teddy. Mythic Teddy Pack, Halber Hund Jean, Borax Kid, Shrimpy Shrimps und Lois Griffin. Habe ich ja schon meine Bewertung dazu abgegeben. Dann haben wir hier nach wie vor die Summer Guy Box mit Summer Guy Furry Convention, Shrimpy Shrimps, Borax Kid, Hermes, Conrad und Rand Ladder. Ah. Und dann sind wir auch schon soweit. Dann gehen wir schon in die Meisterschaft rein. Hier bin ich ein bisschen gefrustet, muss ich ganz ehrlich sagen. Baseball Dale ist jetzt momentan hier drin. Also wegen dem bin ich nicht gefrustet. Definitiv nicht. Das hier ist der Baseball Dale. Ist gerade ein bisschen verschoben, hier das Ding. So, Baseball Dale. So sieht er aus. Jetzt nicht wirklich berauschend. Das lohnt sich nicht, das Ding. Dann gehen wir hier rein, dann haben wir den Sexualkunde Peter oder den Sexed Peter. Das tut mich allerdings. Das frustet mich allerdings schon ein bisschen, dass der für 500 Gems nur drin ist gerade. Aktuell. Den spiele ich halt sehr, sehr gerne. Der Tom Landry Middle School. Wenn man den gemaxt hat, dann hast du da halt hier schon eine sehr, sehr starke First-Hit-Combo mit 42 Schaden, 23-fach Triple. Und da ich den Peter ja mehrfach gemaxt habe und die Tom Landry Middle School, deswegen wäre diese Combo halt schon geil, aber ja gut, man muss jetzt einfach mal durchkalkulieren. Das heißt also, wenn du jetzt hier 10% drauf klatschst, dann hast du insgesamt gesehen 4 Schadenspunkte am Anfang mehr, bis bei 46 beim First Hit. 46 ist schon gut, ne? Aber 500 Gems sind halt auch viel. Also die 1000 Steine, die würde ich sofort für ausgeben. Aber 500 Gems. Ich spare ja jetzt auf den Dr. Zoidberg, ne? Deswegen werde ich das jetzt nicht tun. So, also. Muss ich ungefähr für den Dr. Zoidberg muss ich jetzt wahrscheinlich vermutlich ungefähr 3000 Gems zusammenbekommen. Und dann sollte ich den haben. So, dann haben wir hier diese Church Wine Drunk Combo. Gucken wir mal rein. Church Wine Drunk. Das ist diese hier mit Gas, mit Cripple und mit 11 hier in dem Fall. Also müssen wir mal gucken, müssen wir mal hier die Lois Griffin zusammensuchen mit einer legendären da.
17-fach Cripple, 15-fach Cripple, 17-fach Gas, 12 Angriffspunkte kriegt sie mit hinzu. Ist schon ziemlich effektiv, die Combo, muss ich echt sagen. Hier sogar 22-fach mit Thunder Cocktails. Hier 20 mit Welcome Mojitos. Ja, das ist eine gute Combo, definitiv. Also wenn jemand Drunk-Karten im Deck hat und tatsächlich eine Lois Griffin spielt, dann macht diese Combo auf jeden Fall Sinn. Dann würde ich dafür die 1000 Steine ausgeben. Also, die ist gut. Als letztes haben wir dann hier Furry Bullock. Und ja, was soll man dazu sagen? Furry Bullock. Mit Spielzeugkarten. So, mal gucken, der Wireless Audio Transmitter ist dabei. Aber was kommt, also jetzt mal ohne Scheiß, was kommt da raus? Jetzt guckt euch mal den Ausgangsbullock an. Mit einer 11er Mauer, mit 7-fach Craze, mit 11 Leben, die mit hinzukommen, wenn eine Combo gespielt wird. Dann kombiniere ich die mit dem Wireless Audio Transmitter und krieg dann raus eine Karte mit 26-fach Leech. What? Gut, die 29 Angriff sind zwar stark, aber er hat ja vorher auch schon 20 Angriff. Und nach einer Runde hat er 27 Angriff. Das heißt also, zwei Runden muss er auf dem Feld sein und er hat mehr Angriff als da hinten diese Free Bullock Combo. Und das Ding, das lohnt sich doch nicht. Also, naja. Ja, was können wir über den heutigen Shop sagen? Wir haben hier einmal den Sexed Teacher für die Leute, die wirklich zu viel Gems haben. Die wissen das dann aber auch, der ist stark und der wird noch stärker, wenn die Combo Master wieder raufgespielt wird. Dann haben wir die hier Church Wine Drunk mit der Lois Griffin. Ist auch stark. Das sind die beiden Kombos für den heutigen Tag. Einmal für die Pay-to-Win-Spiele, einmal für die Free-to-Play-Spiele, auch für Pay-to-Win-Spiele von mir aus. Also, alles andere solltet ihr vergessen können. Wenn es euch gefallen hat oder geholfen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir, dem Mann, gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.